Und jetzt für Sie Sounds Like Heimat aus Leverkusen. Sounds Like Heimat bedeutet, wir buxieren drei Musiker, die nicht erst seit gestern Musik machen, in irgendeine Stadt in NRW, geben ihnen zwei Tage Zeit, einen Song über diese Stadt zu schreiben. Und am Ende müssen sie genau diesen Song vor einem Live-Publikum performen. Und dieses Publikum macht dann entweder den Daumen hoch oder runter und entscheidet, klingt dieser Song so ein bisschen nach Heimat für uns. Nicht einfach, ich weiß, aber schön. Diese drei Musiker nehmen die Herausforderung an. Sie müssen eine Heimathymne schreiben und wissen nicht mal, auf welche Stadt. Sie ist die Stimme der A Cappella-Band Mädels. Du fühlst dich sicher in deiner Haut, doch er hat längst schon dein Herz geklaut. Weder Skrupel noch Scham kommen an ihn heran, er will dich für sich. Biene kommt aus Dresden. Die Sächsin hat rheinisches Temperament. Ich denke, ich kann ganz gut irgendwie Momente auffangen und die umsetzen in Musik und Text. Also vor allem in Text. Das ist meine größere Stärke, das weiß ich. Ja, und ich kann mit meiner Art meistens die Menschen irgendwie überzeugen. Daniel lebt in Berlin-Kreuzberg. Er studiert dort. Sein anderes Ich ist Rapper Dessel. Hinter der Bühne verkaufen sie meine getragenen Sachen für doppelt so viel wie das originale Gemälde von Pablo Picasso mit goldenem Rahmen. Hinter der Bühne verkaufen sie meine getragenen Sachen für doppelt so viel wie das originale Gemälde von Pablo Picasso mit goldenem Rahmen. Ich glaube, meine Stärken als Musiker sind auch, dass ich einfach mache, nicht zu viel Theorie reinstecke, sondern drauf los musiziere und dass es hoffentlich Spaß macht einfach. Sein Markenzeichen ist Selbstbewusstsein. An die anderen Musiker, strengt euch an. Ich bin Dessel und ich bin einfach krass. Sie lächeln ihn an. Nisse Barfuß heißt eigentlich Nils. Zu banal für den Liedermacher, Schauspieler und Spaßmacher aus Köln. Ich behaupte, ich kann eine Geschichte schreiben über die Stadt, die sehr ehrlich ist, sehr berührend ist, gleichzeitig aber auch emotional und die Musik das Ganze als schön und warm verpackt. Wozu hat man Freunde, um sich zu streiten? Wozu hat man Freunde, um nicht nur Pferde zu stehlen, sondern auch, um sie zu reiten? Biene, Nils und Dessel müssen also einen Song über eine Stadt schreiben. Über eine Stadt, in der die LKWs regelmäßig rückwärts fahren, weil die Brücke ein Problem macht. Leverkusen, du bekommst eine Hymne. Wahrscheinlich ist Leverkusen nicht die schönste Stadt in NRW. Und für die Musiker ist sie noch ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Also irgendwo, ich denke mal irgendwo im Ruhrgebiet, weil es der WDR ist. Aber oberhalb von Köln. Bottrop? Oh, bei Köln irgendwo. Ah, oh, Leute. Ich glaube, das ist noch Rheinland. Siegen an sich? Siegen? Siegen? Siegen ist auch weiter unten, ne? Paderborn? Leverkusen? Leverkusen! Ja! Leverkusen! Tatsächlich eine Stadt, die wir noch nie besucht haben. Umso spannender ist es. Boah, da darf man nichts mit dem Wort machen. Das tut mir leid, der Städtename ist nicht so geil. Nur zwei Tage haben sie jetzt Zeit, das typische Leverkusen zu entdecken und ihre Hymne zu schreiben. Am Ende wird nur einer gewinnen. Aber jetzt begegnen sich die Konkurrenten zum ersten Mal. Biene, hast du irgendwelche Beziehungen zu dieser Stadt? Überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Das Einzige, was mir einfiel, als der Name dann da stand, ja, Fußball. Hey, ist wirklich, ich bin total jungfräulich in Leverkusen. Nennen Sie mir einen Spieler von Bayer Leverkusen, Sabine. Und da bin ich raus. Wenn du als Berliner nach Leverkusen kommst, dann denkst du doch wahrscheinlich, ach, ich weiß nicht, was diese Stadt. Ich weiß auch nicht, was soll ich hier überhaupt machen, ist doch nichts los. Nee, so ist es nicht. Ganz im Gegenteil, ich meine, wenn man aus der Großstadt kommt, hat man ja gerade mal Lust auf ein bisschen was Ruhigeres,
wo man nicht die ganze Zeit in Hektik steht und in Strom steht. Und ich finde solche Städte, solche Kurzausflüge immer gerade deshalb ja geil, weil ich aus der Großstadt komme. Und Nils, warst du schon mal in Leverkusen vorher? Ja, einmal. Es war nachts, als ich ankam, und es war früh morgens, als ich wieder gefahren bin. Von daher weiß ich nicht viel. Du hast jetzt die zwei ja schon kennengelernt. Was unterscheidet dich denn von Dazzle und von Biene? Ja, ich würde sagen so. Dazzle, wenn du den Nils so reden hörst, wie empfindest du dich jetzt selbst in der Runde? Spießig? Nein. War nur Spaß. Ist das jetzt ein Kompliment? Ich weiß es nicht. Ja, nee. Eher im Positiven als Kompliment gemeint für dich. Ach so, okay. Man sieht es ihm schon an, er ist ein Entertainer. Er kann die Leute wahrscheinlich gut entertainen. Er ist beim Theater, glaube ich. Vielleicht kommt er mit einem Einrad auf die Bühne und jongliert dabei und singt noch oder so. Dazzle, finde ich, könnte eine ganz krasse Konkurrenz sein, weil er ja, naja, so der Rapper ist. Und so wie ich die Stadt bisher kennengelernt habe, ist es schon eher derb. Ne? Also das könnte ich mir vorstellen, dass das gut zusammenpasst. Sie finde ich voll spannend. Ihn kann ich noch nicht so richtig einordnen. Also er ist cool, also der Rap und Gitarre, mal gucken. Aber tatsächlich finde ich sie interessanter. Also ihr schreibt bitte einen Song. Und in diesem Song sollen bitte zwei Begriffe sein. Natürlich der Name der Stadt, Leverkusen. Und Löwe soll bitte drin vorkommen. Okay, Löwe und Leverkusen. Viel Spaß. Und wir sehen uns beim Konzert. Toi, 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 Jungs. Ja, viel Spaß. Machen wir mal ein Gutes draus. Oder? Auf jeden Fall. So sieht's aus. Ciao. Im Song müssen also die Wörter Leverkusen und Löwe vorkommen. Warum, wird sich zeigen. Der Hymnenwettstreit kann beginnen. Eine Dresdnerin, die noch nicht mal so redet wie aus Dresden, die wahrscheinlich richtig gut Musik machen kann. Nils, ein Lebemensch. Ich glaube, echt ein ganz toller Mensch. Ich würde gerne mal wissen, was unter dieser Mütze, unter diesem Hut darunter steckt. Und Dazzle ist kein Spießer, ich weiß das. Keiner. Und deswegen marschiert Dazzle mitten ins echte Leben. Wo er das findet? Fußgängerzone. Rapper verarbeiten nämlich viel Text in ihren Songs. Der Berliner braucht also jede Menge Informationen. Tja, was sagt man dazu? Entschuldigung, wie ist der typische Leverkusener? Wie der ist? Wie ist der so? Hektisch. Hektisch. Humorvoll. Humorvoll? Ja, Rheinländer gibt es gar nicht mehr so viele hier. Mhm. Ist gemischt und das finde ich auch gut. Ja. Wollen Sie jetzt noch ein Lied für uns spielen oder was? Ja, also nur weil Sie so nett fragen, dann mache ich das auch natürlich. Oh Leverkusen, lass die Sonne scheinen. Im Moment regnet's fast, aber so soll das nicht sein. Zack, oh Leverkusen, ist übrigens improvisiert, so muss es sein. Ja, 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 Leverkusen, liegt direkt am Rhein. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Und was treibt Nisse barfuß inzwischen? Für seine Hymne auf die Stadt sammelt er Eindrücke in Leverkusen-Obladen. Hier soll es den ältesten Hutladen geben, mit einem Original von Verkäufer. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, wie geht es Ihnen? Wunderbar. Man sieht es. Also Sie kommen aber aus Leverkusen? Ich komme aus Obladen. Aus Obladen. Ach, das ist was anderes, ne? Denn Obladen ist ja die Hauptstadt von Leverkusen. Tatsächlich? Ja. Obladen wurde 1974 nach Leverkusen eingemeindet. Haben Sie nicht ein Liedchen von Obladen? Nee. Oh, noch nicht? Noch nicht. Ein Liedchen von Obladen. Ich möchte zu Fuß nach Obladen, Jan. Das möchten Sie doch spielen können. Das Lied gibt's wahrscheinlich schon. Nee, das gibt es. Ich möchte zu Fuß nach Obladen, Jan. Nach Obladen, in den Kopfladen. Ja, den Kopf. Nee, in der Hotlade. In der Hot? Heißt das eigentlich Hot oder Hut? Sagt man Hut? Hot. 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 Hot mit O. Hot. Ja. Hotladen. Ja, Jan. Obladen. Ja. Und auch was auf dem Kopf. Und auch noch Spaß auf dem Drop.
oben Spaß, oben drum. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Ciao. Ich möchte zu Fuß nach Planion. Ich kann mir vorstellen, dass ich in dem Lied diese Zeile, die der Hutmacher gerade auch schon mit mir zusammen gesungen hat, dass ich das mit ins Lied packe. Biene ist zum ersten Mal in Leverkusen. Als Dresdnerin macht sie sich natürlich auf die Suche nach historischen Sehenswürdigkeiten. Von denen gibt es reichlich in ihrer Heimat. Hallo. Hallo. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Nee. Nur ganz kurz. Ich suche erstens die Altstadt von Leverkusen, falls es eine gibt. Die Altstadt von Leverkusen? Ja. Ich bin ja schon 30 Jahre hier. Das war noch nie so richtig Altstadt. Hinter der Kirche. Hinter der Kirche? Altstadt? Gibt es nicht. Also wenn ich das mit Dresden vergleiche, wir haben ja auch eine schöne Uferpromenade. Es ist ein klitzekleines bisschen anders, um nicht zu sagen, es ist wirklich hässlich. Da muss ich so ehrlich sein. Ob Biene mit dieser Haltung gewinnen kann? Dessel ist pragmatischer. Leverkusen bekannt für Fußball, also muss er ins Stadion. Verabredung mit einem Großen von Bayer 04. Die Torwartlegende Rüdiger Vollborn wartet. War das unabhängig vom Fußball eine große Veränderung, aus Berlin, dieser Großstadt, jetzt in eine etwas kleinere Stadt zu kommen? Rüdiger Vollborn, wenn er nach Leverkusen kommt, in diesen kleinen, überschaulichen Ort, der mit Sicherheit nicht schön ist, aber wo man Ecken findet, die wirklich herrlich sind, wo man sich auch wohlfühlen kann. Ich glaube, nach dem ersten Jahr klar, dass ich nicht unbedingt aus Leverkusen raus möchte und schon gar nicht in eine Großstadt ziehen und auch gar nicht nach Berlin zurück möchte. Okay. Mein Mittelpunkt des Lebens und meine Wohlfühloase habe ich definitiv in Leverkusen, weil ich diese Stadt einfach mag. Und umso mehr ich mich mit der Stadt beschäftige, umso mehr liebe ich sie auch. Ja, geil. Ich freue mich drauf. Bitte. Mach's gut. Ja, danke. Ich glaube, dass ich dieses Gefühl auf jeden Fall schon mal verwerten kann. Also vielleicht kann man das auch irgendwie vom Gefühl her einbauen. Nisse Barfuß wohnt zu Hause an einem Klärwerk. Also steuert er auch in Leverkusen das spezielle Örtchen an. Wir sind am Klärwerk hier in Leverkusen, weil ich dachte, ich finde es mal spannend, die Stadt sozusagen von unten kennenzulernen. Abwassermeister Pöllinger ist bereit, tiefere Einblicke zu geben. Wahnsinn! Jetzt gibt's gleich die Scheiße von Leverkusen. Pötti, ich bereite mich auch schon mal vor. Aber manchmal riecht noch gar nichts. Nils, du hier. Ja. Das ist hier nur Wasser, keine Sorge. Ja? Okay, geht aber schon los, Mann. Da kannst du sehen, was dann alles da ankommt. Also das jetzt ist im Grunde das Arschloch von Leverkusen. Ja. Oh, der ist abgebrochen gerade. Oh, das ist aber wirklich, also am Stück kommt das gar nicht. Immer nur so Teile. Sprich, Leverkusen ist eigentlich durchgehend am Kacken, muss man so sagen. Da siehst du es dann, dampft sogar noch. Fuck! Guck hier. Das ist die Stelle, wo der Löwe furzt. Man riecht's auch. Ja, das Ganze, da riecht's auch schon richtig Bierstoff. Ne? Ja, ja. Also das ist auch woanders schon. Jo, hier ist auch noch mehr Mais drin. Ja, genau. Ich raste aus. Mir ist hier im Klärwerk die Idee gekommen, dass der Löwe Leverkusen ist und die einzelnen Organe, die Stadtteile oder die verschiedenen Orte, die ich noch so kennenlerne. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Biene sucht das kleinste Theater Leverkusens im Stadtteil Hittdorf. Weil wir ja als Band sehr viel in Theatern spielen, interessiert mich das natürlich auch, wie das hier in der Stadt ist. Und das ist so ein ganz kleines, süßes Ding. Hallo. Klapp, klapp. Stören wir? Das ist ja zauberhaft. Und wie denken die über die Leverkusener Lebensart? Und wir müssen ja sagen, dass Leverkusen natürlich das Beste von allem hat. Köln, Düsseldorf, wir sind dazwischen. Wir können sowohl Alt trinken als auch Kölsch. Also genau in 20 Minuten Frage. Da. 20 Minuten da. Dieses, ich weiß immer nicht, welche Stadt was sagen darf. Mhm. Alaaf und Hello. Mhm. Hier wird Alaaf gesagt. Ja. Obwohl ihr genau in der Mitte seid. Ihr seid sozusagen die Stadt zwischen wenn du den Rhein, genau, aber wenn du den Rhein jetzt 5 Kilometer Richtung Norden hochschwimmst, ist schon hellblau, sagen wir mal. Also hellblau. Ja. Jetzt gibt's Theater. Aber ob Biene das versteht? Was willst du denn mitnehmen? Habe ich gesagt, ich will einen Koffer mitnehmen und einen alten Sack. Also bist du dabei.
Ja, sie sagt das jeden. Na, du hörst mich nach alle Sachen. Hör mal, was stimmt, stimmt doch nur. Also, was soll das denn? Die meisten Menschen versuchen ja immer ein bisschen Sächsisch zu sprechen und das klingt grauenhaft. Könntet ihr das in Sächsisch? Du kannst mal versuchen, okay. Silke. Ja. Du hast mich als alten Sack bezeichnet. Ja, das ist doch noch eine Auszeichnung. Ach, das ist doch eine Auszeichnung. Für. Guck dich doch mal an. An dieser Stelle mein allergrößten Applaus hier. Danke. Das war super. Ich könnte es nicht besser machen. Ich habe vor allem erfahren, dass die Leverkusener, dass die sehr witzig sein können. Ich habe gut gelacht. Und ich hatte tatsächlich eine ganz gute Idee bekommen, als es um dieses zwischen Köln und Düsseldorf ging, zwischen Alaaf und Helau, finde ich, ist eine sehr gute Zeile, die könnte ins Lied mit einfließen. Der erste Tag ist rum. Dazzle hat Bed and Breakfast bei einem jungen Dichter gebucht. Vielleicht kann der ihm ein bisschen Heimatgefühl für die gerade erst 86 Jahre alte Stadt vermitteln. Für uns ist das hier unser Zuhause. Wir suchen hier nicht danach. Und deshalb fällt uns das vielleicht selber ein bisschen schwer, uns so schön zu sehen, wie wir eigentlich sind. Es ist nicht so groß, aber es ist wahnsinnig viel Liebe dabei. Ja, das ist doch geil. Sounds like Heimat to me, Alter. Ja. Du hast ein Gedicht über Leverkusen geschrieben? Ja, stimmt, stimmt, ja. Ein kleines Gedichtchen. Willst du es mal hören? Ich muss es hören, ich brauche das für meinen Song. Okay. Zwischen zwei Straßenbahnnetzen liegt eine kleine Stadt, die neben 1000 Sport- und Fußballplätzen noch viel mehr zu bieten hat. Ein UFO an einem langen Stab, das wir als Wasserturm benutzen, ein zweites UFO in der Stadt, neben Stadtrat und Verwaltung sitzen. Der UFO-Bau ist zu verknusen, das System ist höchst gezielt, weil Bayern 04 Leverkusen so galaktisch Fußball spielt. AB-Reim. AB-Reim, genau, wie man es gelernt hat in der Schule. Ja, geil. Richtig gut, Alter. Danke sehr. Die Latte liegt hoch. Doch Dazzle hat offensichtlich schon eine Melodie. Leverkusen, ja, kann man sich. Als wir in der Fußgängerzone waren, musste ich für die alten Damen ein Lied singen über Leverkusen und habe intuitiv irgendwie diese Reggae-Akkorde gespielt. Und ich finde inzwischen, es passt, es hat auch was Herzliches. Nisse übernachtet heute bei Leverkusener Gastgebern mitten in der Stadt. Ja, jetzt geht's ja hier Couchsurfing. Ich dachte, ich bringe mal Blumen mit. Mal gucken, ob das cool ist. Komm erstmal rein. Jawohl. Jawohl. Servus. Ich dachte, da muss doch bestimmt auch noch ein Mann im Haus sein, den kann noch Blumen mitbringen. Ja, ihr hättet eigentlich eine Flasche Bier mitbringen können. Besser wär's, aber oh, wir haben schon was. Zum Wohle. Was macht ihr hier? Ja, Wohnen, Leben, eigentlich alles. Also eigentlich Lebensmittelpunkt ist eigentlich Leverkusen. Cool. Gut, arbeiten tue ich in Köln, das gebe ich zu. Er war im Klärwerk und im Hutladen auf der Spur der Löwenstadt. Die ersten Zutaten für den Hymnenmix hat er. Das soll so was Schweres haben. Mit so ein paar Gags über das Klärwerk. Und die Scheiße kommen die in den Ohren wieder raus oder sowas. Die Dresdnerin Biene schläft in einer urtypischen Leverkusener Pension. Das ist eine ganz alte Pension in der 5. oder 6. Generation schon. Und ich glaube, man kann gerade bei Menschen, die schon so lange in einem Familienbetrieb arbeiten, ziemlich viel über eine Stadt rauskriegen. Hey, 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 entspann dich. Hey, 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 ich kann dich. Hey, 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 ich kann dich glücklich. Ich muss ja jetzt ein Lied schreiben über Leverkusen. Haben Sie irgendwas, was Sie mir... Ich meine, das ist jetzt der Unterschied, Hittorf zu Leverkusen, ja, oder Bayerwerk. Da sind viele zugezogen. Alle, ja, Hittorfer haben wir schon noch ein bisschen Nationalstolz. Hatten auch ein eigenes Heimatlied oder haben ein eigenes, wirklich? Heimatlied. Oh mein Gott, das kann ich gar nicht lesen. Das ist ausländisch. Für 150 Jahre en het Dörp hier am Ring. Da wird en Welt, was Gesundheit. Und Wildschaff ob jedem. Ich verstehe kein einziges Wort, das ist ja geil. Nur Biene, und wie soll daraus jetzt eine Hymne werden? Also ich habe auf jeden Fall Ideen für einen Refrain. Im Herzen bunt, von außen grau, mal ganz perfekt, mal ungenau, zwischen Alaaf und Helau, ich werd nicht aus dir schlau. Aber der Rest ist momentan noch so viel, dass ich erstmal absolut sortieren muss. In meinem Kopf befindet sich ein Riesenknoten im Moment.
Ja. Es wird knapp. Letzter Tag für Nisse in Leverkusen. In jedem von uns steckt ein wahres Genie. Und jeder, der dich Streber nennt, der war es noch nie. Ich frage mich, was ist typisch Leverkusen? Was ist typisch Leverkusen? 20 Uhr klappt man hier die Bürgersteige hoch sozusagen. Das war früher anders. Okay, dann geht 20 Uhr geht der Löwe schlafen. So sieht's aus. Können Sie mir sagen, woher der Löwe kommt? Ja, das ist damals mal gemacht worden und das ist dann praktisch von dem Verein auch mit der Löwe mit drin. Das ist dann damals übernommen worden. Also einfach nur vom Bayer-Logo? Ja, ja. 1895 war der Löwe schon Firmenzeichen von Bayer und liegt bis heute vorm Werk. Ein Stückchen Leverkusen. Mal schauen, ob Däsel in einem Souvenirladen fündig wird. Hier ist ja nicht so viel los. Haben Sie vielleicht was Typisches für Leverkusen da? Ja, kann ich Ihnen mal zeigen. Wir haben hier eine Vitrine. Hier ist unsere spezielle Leverkusen-Devotionalien-Ecke. Ich sehe gerade, hier ist auch eine CD mit Musik über Leverkusen. Wenn Sie sowas mal in Originell haben wollen, hier habe ich das Ganze noch auf Single. Ein Leverkusener Lokalmatador. Also, so klingt Leverkusen. Leckere Mädchen aus Leverkusen. Ja, ja. Das war vom Mensch, die. Leckere Mädchen aus Leverkusen, die tun ja am Land tanzen, schmusen. Ja, wer hier sein Mädchen fand, ist mit der Fröhlichkeit so dran. Also, das war geil jetzt. Das war inspirierend für mich. Leckere Mädchen aus Leverkusen mögen singen, tanzen und schmusen. Neben Leckermädchen gibt es auch 14 Kleingartenanlagen in der Chemiestadt. Biene kennt aus Sachsen die Datsche. Aber wie sieht's damit in Leverkusen aus? Sie haben es aber schön hier. Ja, hoffe ich doch. Ich habe mich nur gefragt, kann man das auch alles essen? Oder ja, hat man hier von irgendwelchen Chemiewerken irgendwas drin? Essen. Wenn man mich früher gefragt hat, wo kommst du denn her? Ja, aus Leverkusen. Ach, wo Bayer ist, ne? Da habe ich immer gesagt, das ist kein Problem. Ich kann nie krank werden. Ich arbeite atme jeden Tag so viele Medikamente ein. Ich kann nicht krank werden. Ne? Wenn Sie jetzt den typischen Leverkusener beschreiben müssten, so mit ein, zwei Worten, würden Sie da welche finden? Im Allgemeinen würde ich sagen, feiert gerne. Ja, wir liegen ja nicht umsonst zwischen Düsseldorf und Köln. Ja. Na, da kommt natürlich noch dazu. Ja. Das färbt ab. Ne? Der Herr Bach hat mir eigentlich bestätigt, dass der Rheinländer und auch der Leverkusener sehr fröhlich ist, sehr tolerant ist, sehr offen ist. Und das macht es, glaube ich, auch so angenehm, hier zu sein. Weil man nie das Gefühl hat, an Mauern zu kommen und irgendwo nicht rein zu dürfen, sondern man wird immer freundlich empfangen. Däsels Heimat ist Berlin-Kreuzberg. Das hier kommt dem schon ganz schön nah. Wo ist er denn? Im Stadtteil Quetting. Ich wollte jetzt noch mal die andere Seite von Leverkusen kennenlernen. Ein bisschen die alternative Seite. Hier treten Punkbands auf, hier wird Graffiti gesprüht. Gleichzeitig eine Künstlerwerkstatt und autonomes Viertel. Hi. Hi. Also, ihr macht aus Schrott Kunst, oder? Genau. Das Gelände war früher ein Auspressungswerk von der Deutschen Bahn. Das stand lange still. Und da lag überall halt Schrott rum und den haben wir gesammelt und das so aneinander gehalten und dachte, och, das könnte ein Vogel sein. Und was würdet ihr so sagen, gibt es gute Seiten, schlechte Seiten an Leverkusen? Gab es ein wunderschönes altes Rathaus vor 60 Jahren, das wurde abgerissen gegen so einen hässlichen grünen Neubau. Der wurde jetzt auch wieder abgerissen und gegen so einen Einkaufspassagen-Neubau ausgetauscht. So. Und Leverkusen verändert sehr oft baulich sein Gesicht und oft nicht sehr schön. Ich werde langsam warm mit der Stadt. Ich fühle mich hier wohl in diesem Umfeld. Einfach das Gefühl von denen hier, das bringt mich schon weiter. Leverkusen, ja, ich laufe umher. Leverkusen. Irgendwas mit Löwe fehlt noch. Hier in dieser Stadt am Rhein, Leute zeigen mir die Stadt. Und ich frag, was man hier macht, sie sagen dies und das. Das Bayerwerk ist ein Symbol von dieser Stadt. Und wenn es hier zurück wird, dann hauen wir halt nach Köln ab.
Man muss es ihm lassen. Er hat ein Gespür für spezielle Gegenden. Nils wollte zum Bayerwerk. Und wo ist er gelandet? In einer betriebseigenen Fahrradwerkstatt. Hallo. Hi. Hi, Nils. Na, Ralf, grüß dich. Servus. Hi. Genau. Jetzt können hier mal sagen, guck mal, oh. Also wenn die unten zu warm ist, was oh. Hat was, ne? Habt ihr eigentlich auch so eigene Klingeln oder sowas? Bayer-Klingeln hat es mal gegeben. Die gibt es so in der Form nicht mehr. Guck mal, hier ist eine, genau. Ja. Ja, die funktionieren ja super. Dürftig. Kannst du beide mitnehmen. Na, wirklich? Ja, klar, sicher. Das ist definitiv ein Sound von Leverkusen. Geil, ich habe zwei Klingeln hier. Wie geil ist das denn? Richtig gut für den Sound. Und welcher Stadtteil ist das hier? Martin? Welchen Stadtteil haben wir hier jetzt genau? Das ist Köln. Wie, das ist Köln? Das ist Köln. Wir sind Köln hier. Dann nicht Leverkusen. Nein, nicht Leverkusen. Ja, was mache ich denn dann hier? Ich soll nicht immer Leverkusen schreiben. Sprich, die Niere und die Leber sind in Köln. Sind in Köln, ja, das ist ja. Der Kopf ist Leverkusen, genau. Ja, das gefällt mir sehr gut. Leverkusen war also zu klein für den Weltkonzern. Nils, auch wenn du die Stadtgrenze verlassen hast, wir sind sehr gespannt auf deine hymnischen Klingeltöne. Biene, nanu, so still. Jedenfalls hat sie ein idyllisches Plätzchen im Stadtpark gefunden. Meine neueste Errungenschaft sind die ersten vier Zeilen und ich hoffe, dass die Leverkusener mir das nicht übel nehmen. Man sieht dir an beim ersten Blick. Sorry, Baby, du bist nicht gerade schick. Dein Charme ist gut versteckt. Ich hab ihn bisher leider nicht entdeckt. So wird's dann klingen. Fehlt aber auch noch Strophe 2 und eine Bridge, also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Vielleicht noch was Positives? Der Countdown läuft. 2 Tage sind um in Leverkusen. Bleibt noch einer bis zum Konzert. Das ist nicht viel Zeit und die Konkurrenz ist nicht ohne. Treffen im Leverkusener Wahrzeichen, dem Wasserturm. Hoch hinaus wollen alle. Aber wer hat den fertigen Song? Ich bin so gespannt, was ihr daraus gemacht habt. Ja, ebenso. Also gerade, weil wir wahrscheinlich alle echt wo ganz anders waren und so viel anderes gesehen haben. Wie weit seid ihr eigentlich jetzt gekommen inzwischen? Also ich muss zugeben, es gibt insgesamt 8 Zeilen und Musik. Aber das ist noch nicht viel. Da fehlt noch jede Menge. 8 Zeilen und die Musik. Ja. Wahnsinn. Ist ein Anfang, hey, ist ein Anfang. Sag jetzt nicht, du bist schon fertig mit dir. Nein, noch gar nicht. Ich hab nur Input gerade. Da bin ich ja beruhigt. Also ich bin auch noch nicht fertig. Ich hab schon die erste Strophe geschrieben. Aber ich mache ja auch Rap und ich brauche noch eine zweite Strophe. Das heißt, ich muss bestimmt noch trotzdem mehr schreiben als ihr, weil ich so viel Text habe. 3 Hymnen müssen morgen Abend fertig sein. Und dann kann nur einer gewinnen. Dann machen wir jetzt auf 3, zeigen wir auf den. Jeder auf den, wo er denkt, der wird gewinnen. Komm, einfach so, ich weiß auch nicht. Okay. Wer sagt 1, 2, 3? Du, okay. Du hast vorgeschlagen. 1, 2, 3. Dessel. Na klar, ich bin hier, um zu gewinnen. Was ist euch los? Ich glaube, die Biene ist musikalisch, das wird echt ein Kracher. Nils, ganz klarer Vorteil, einfach mal ins Gesicht geguckt. Wenn der lacht, geht die Sonne auf und was soll da noch schief gehen? Ich glaube an ihn. Beim Dessel bin ich sehr gespannt, weil den kann ich gar nicht einordnen. Ich glaube, mein Song ist schon ein bisschen weiter als der von den anderen. Obwohl ich mit 0 Vorbereitung hierher gekommen bin. Also vielleicht ist das ein Vorteil. Der große Tag, das Konzert. Mein Song für deine Stadt. Heute entscheiden die Leverkusener, welcher Song wie ihre Heimat klingt. Welcher Song gewinnt bei Sounds Like Heimat? Rapper Dessel hat bis zur letzten Minute an seinem Song gebastelt und getüftelt. Wie hast du es denn angestellt in den letzten Tagen, dass du heute Abend so überzeugst, dass die anderen eigentlich nach Hause gehen können? Ich habe mich gut vorbereitet. Also ich war in meinem Zimmer und habe sehr oft geübt.
Weil man muss sagen, in 3 Tagen so einen Text zu lernen, das ist nicht ohne. So. Aber ich habe ihn jetzt drauf und einfach gute Vorbereitung. Biene hatte mit ihrer A Cappella-Band keine Zeit für große Proben. Ihre Hymne wird eine Premiere für die Mädels. Die Heidi kommt immer um die Ecke und sagt, hallo Mädels. Hallo. Hi. War das die richtige Antwort? Hallo. Große Bühne, fremde Stadt, fremdes Publikum. Keiner kennt dich wahrscheinlich hier so wirklich. Nee. Wie geht denn das? Also das wäre theoretisch eine ganz normale Situation für mich. Das Einzige, was es wirklich unterscheidet, ist dieses Lied. Und ich muss zugeben, ich bin heute nicht so entspannt wie sonst. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Nils hat nicht nur einen Song mitgebracht, sondern auch viele Instrumente. Eine One-Man-Band. Was empfindest du denn, wenn du auf die Bühne trittst und es losgeht? Wenn du so die ersten Schritte dahin machst, ja. Was passiert denn da mit dir? Da tritt so eine aufregende Entspannung ein. Also es ist sozusagen, innerlich merkst du so, wow, jetzt geht's los, aber nach außen merkst du so, jetzt geht's los. Ich freue mich. Dann geht's jetzt mal los. Sounds Like Heimat, heute in Leverkusen. Wer singt die schönste Hymne? Das Mädel kommt aus Dresden, hat sich allein hier durchgeackert. Start Nummer 1, viel Spaß mit Biene, Sabine und den Mädels. Dankeschön. Jetzt kommt euer Song von uns, nämlich Im Herzen bunt. Man sieht dir an beim ersten Blick. Sorry, Baby, du bist nicht gerade schick. Dein Charme ist gut versteckt. Ich hab ihn bisher leider nicht entdeckt. Ich steh in deiner Mitte und ich schau mich um. Alles ist ungemütlich grau um mich herum. Ich steh in deiner Mitte und es ist nicht schön. Es ist nicht wirklich schön. Es ist nicht. Ich mach mich auf, dich zu erkunden, lauf die Straßen entlang. Seh dein junges Gesicht, dein altes leider doch nicht. Doch du fängst langsam an zu lächeln und die Sonne kommt raus. Und mit jedem Schritt mehr machst du ein bisschen mehr her. Ich lauf durch deine Straßen, such dein wahres Ich. Aha. Ich lauf durch deine Straßen und ich komm nicht klar. Du bist so schön und kannst so hässlich sein. Ich lass mich aber sehr gern auf dich ein. Im Herzen bunt und außen grau. Mal ganz perfekt, mal ungenau. Zwischen Alarm und Hallau. Ich werd nicht aus dir schlau. Au, 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 au. Du bist viel grüner als man denkt und manchmal bist du auch blau. Gut gelaunt, tolerant, von den meisten verkannt. Hast ein Problem mit dem Verkehr, mit Mama Bayern. Singst wie Engel ganz sanft, brüllst wie Löwe im Kampf. Ich brauch mehr Zeit für dich, du bist so vielschichtig. Ich brauch mehr Zeit für dich, will dich noch besser kennen. Komm, lass uns beide noch ein Trinken gehen. Ich würd ein Alt oder ein Kölsch nehmen. Im Herzen bunt und außen grau. Mal ganz perfekt, mal ungenau. Zwischen Alarm und Hello, so langsam werde ich aus dir schlau. Au, 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 Baby, 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 Baby. Sag mal, kann es sein, dass es Leverkusen gar nicht wirklich gibt? Sind's nicht eher Opladen, Hitdorf und all die anderen, in die man sich verliebt? Im Herzen bunt und außen grau, mal ganz perfekt, mal ungenau. Zwischen Alarm und Hello, du bist die Perle hier am Rhein, du bist die wahre, coole Sau. Ich fand's auch schön, dass es nicht so verherrlicht wurde. Es ist nun mal eine zwiespältige Stadt. Vielfältig, aber auch zwiespältig. Ja, das war auch gut, dass sie das Negative gebracht hat. Und dann nachher das Bessere dann. Ich meine, wir verbessern uns ja auch immer wieder.
Ich fand die Mädels hervorragend. Ja. Vor allen Dingen hat man auch beim Singen nicht gehört, dass sie aus Dresden kamen. Aber das A Cappella hat mir hervorragend gefallen. Er kommt aus Berlin, aus der Hauptstadt, ins wunderschöne Leverkusen und hat Ihnen und euch einen Song mitgebracht. Und er will diesen Song Ihnen jetzt schenken. Viel Spaß, Start Nummer 2, Dessel. Leverkusen, ich laufe umher. Leverkusen, schließ dich in mein Herz. Leverkusen, ja, ich laufe umher. Leverkusen, schließ dich in mein Herz. Als ich ankam, dachte ich ein bisschen klein, aber inzwischen weiß ich, nein, es trügt der Schein, weil eigentlich könnte es gar nicht vielseitiger sein. Leb mich ein hier in dieser Stadt am Rhein. Leute zeigen mir die Stadt und ich frag, was man hier macht. Sie sagen dies und das, zeigen auf den Fußballplatz. Das Bayerwerk ist ein Symbol von unserer Stadt. Aber wenn uns langweilig wird, dann hauen wir auch gerne mal nach Köller ab. Dabei gibt's hier so schöne Orte, nein, wirklich schöne Orte von der ganz besonderen Sorte. Kultur, Ausbesserungswerk, wo sie Skulpturen herstellen und Kunst machen noch mit Herz. Und auch wenn es in Leverkusen Geld gibt, gibt's kalt keine Fördergelder mehr für Kulturelles. Bisschen schade, aber trotzdem mag ich's hier. Also glaub mir, wenn ich sage, Leverkusen, ich laufe umher. Leverkusen, ja, schließ dich in mein Herz. Schlesbier, Abfahren und mehr, alle Schlebus, Obladen und mehr, alle kamen damals her, um zu arbeiten im Bayerwerk. Ach, an dieser Stelle, schönen Gruß an den Gründer, Dr. Karl Leverkus, ja. Sind hier nicht alle irgendwie Rheinländer? Egal wer dazu kommt, er ist kein Fremder. Sogar das Dörfliche von Schlebus und die Arbeiter aus Wiesdorf kommen mit Obladen auf einen Nenner. Und auch der Löwe in dem Wappen ist der Löwe, den sie damals schon im Bergischen Wappen drin hatten. Und jetzt ist er ein Logo von Bayer und lebt jetzt als Statue im Camp Park noch weiter. Aber egal wie viel ich lerne und weiß, das sind nur Fakten, aber die Menschen hier haben Herzlichkeit. Und das ist nicht nur so eine Phrase, ich war hier nur ein paar Tage, aber glaub mir, wenn ich sage, Leverkusen, ich laufe umher. Leverkusen, ja, schließ dich in mein Herz. Leverkusen, ich laufe umher. Leverkusen, was will man mehr? Dankeschön, vielen Dank. Wirk mich, Nummer 2. Ich finde, man ging halt einfach von Anfang an mit. Und man hat so mitgegroovt und mitgefühlt. Rap ist überhaupt nicht meine Musik, aber der Text war gut, weil es wirklich auf Leverkusen bezogen war. Er hat die einzelnen Stadtteile, hat auch die unterschiedlichen Charaktere. Schlebusch und Wiesdorf, die können sich nicht unbedingt. Das ist so wie Köln-Düsseldorf. Ich fand es eigentlich ganz gut, was er gemacht hat. Gut, er hat einen kleinen Hänger gehabt, aber ich meine, das kann mal passieren. So. Und beide hatten Löwe und Leverkusen im Song. Haben Sie sich schon entschieden nach den ersten zwei Auftritten? Ja! Wer Ja gesagt hat, machen Sie noch mal komplett alles auf Null. Weil jetzt kommt die Startnummer 3. Nils Nisse Barfuß. Startnummer 3 in Leverkusen. Vielen Dank. Da schleicht sich was an. Hört ihr das auch? Es raschelt im Busch und es brüllt laut auf. Na, wenn das nicht der Löwe Leverkusen ist. Ich glaub, dass er gerade frisst, denn es scheint heiß zu sein und er schwitzt und stinkt und dampft den Rausch von gestern Nacht. Aspirin getränkte Luft in den grauen Himmel aus. Sein Dosi
du siehst sein Auge blinzeln hoch über der Stadt. Die Strophe fang ich nochmal an. Ach, du siehst sein Auge blinzeln hoch über der Stadt, gleich einem Wasserturm voller Tränenflüssigkeit. Wenn er könnte, wird er heulen, doch der Eiffelturm von Klein Paris schreit. Ich liebe Unabhängigkeit. Rote Bayer-Räder fließen durch die Adern. Die Wiesdorfer Uhr schlägt den Puls. Opladen ist deine Gastfreundlichkeit und die Y-Brücke schweigt. Umgeben von Metropolen, überall nah genug dran, aber auch weit genug weg. Denn der Löwe beißt, wenn er muss, und er kämpft bis zum Schluss. Und er zeigt seine Brust nicht aus Frust, sondern als einen Willkommensgruß. Als einen Willkommensgruß. Leverkusen, der Löwe mit dem Herz eines Arbeiters. Leverkusen, der Löwe mit dem Herz eines Arbeiters. Leverkusen, Leverkusen, das ist dein Applaus. Leverkusen, Leverkusen, hier bist du zu Haus. Leverkusen, Leverkusen, deiner. Einmal alle, komm! Leverkusen, Leverkusen, hier bist du zu Haus. Leverkusen, Leverkusen, das ist dein. Dein Applaus. Yeah. Vielen Dank. Dankeschön. Wir waren alle drei sehr gut, muss ich sagen. Jeder auf seine Art. Aber mir hat der Nils am besten gefallen, weil der, sag ich mal, sehr individuell war und es war mal was anderes und man hat Spaß gehabt, man braucht Spaß im Leben. Der war am Thema vorbei. Da habe ich nichts von Leverkusen wirklich mitbekommen. Also der Löwe schreit hier nicht und schlechte Luft haben wir auch schon lange nicht mehr. Nils Song hat mir am besten gefallen, einfach weil er so ein bisschen rumgeflaxt hat. Ja, das hat die Mentalität, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Es wird spannend. Drei Röhren für drei Musiker. Das Publikum entscheidet. Jede Stimme ein Ball. Der Platz 2 und der Platz 3 stimmen gleich. Und der Platz 1 mit einer Stimme davor. Und diesen Pokal aus der schönen Stadt Leverkusen nimmt mit nach Hause Biene. Und die Mädels, eine Stimme Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch, dein Pokal. Leverkusen Rock City. Vielen, vielen Dank, ganz ehrlich. Ich komme sehr, sehr, sehr gern wieder. Die schönste Hymne auf Leverkusen, ein Import aus Dresden. Du bist die Perle hier am Rhein, du bist die wahre, coole Sau.